Wo führt eigentlich der Gulli hin? Echsenkrieger? Direkt hier unterhalb? Ach du Scheiße. Streitaxt. Priester. Stiefel. Okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt gegen Echsenkrieger kämpfen, aber ganz ehrlich, warum nicht? Da ist ein Bronzeschlüssel. Und da sind noch mehr Truhen. Kriegskeule. Glaive. Keine besondere. Entersäbel, aber auch hier nichts Besonderes. Hier ist eine verschlossene Truhe. Es ist fest verschlossen. Scheint so. Überragend. Ah. Verfolger, schwere Kettenhandschuhe. Leichter Brustpanzer. Habe ich nicht Stärke 55. Wir haben nur noch 54 und ich glaube, das hat mit dem Vampirbiss zu tun. Ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass wir jetzt Kraft verloren haben. Aber wir müssen eigentlich auch mal wieder was essen. Wir sind so hungrig. Nomp. Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Ich merke das schon. Einmal komplett rumgehen. Okay, vielleicht können wir mit Schlösser knacken dieses Schloss öffnen. Wäre schon ganz cool, wenn wir hier alles looten können. Jagdspeer. Ich bin überladen. Ach, jetzt bist du plötzlich überladen. Na, das ist ja mal was Feines. Dabei haben wir gerade so viel Fleisch gegessen. Wir müssten so kraftvoll sein. Ach, überladen bei... Das können wir maximal tragen und dann können wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen. Überladen ist man schon ab einer bestimmten Prozentzahl. Feuerresistenz, warte mal. Der hat mehr Feuerresistenz, dann nehmen wir den. Ich bin überladen. Ich meine, gut, das Ding hat auch 300, ne? 300 Gewicht. Wir legen das hier mal zum Ausgang. Und dann gucken wir hier in der Kanalisation mal noch ein bisschen weiter. Ein Fisch. Abfälle. Echsenattentäter. Warum lungern die hier rum? Was versprechen die sich davon? Oh Gott, ein Leichnam. Und es sind noch nicht mal wenige. Noch mehr. Gehören die zur Gilde der Attentäter oder ist das einfach nochmal was anderes? Kann ja beides sein. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts, aber da wieder. Noch ein weiterer Gang. Mann, ist das groß hier. Da kommen die nächsten Echsenkrieger. Das wird Gömö nicht gefallen, was wir hier tun. Mord an seinen Brüdern.
Genug jetzt mit der Magie. Es ist niemals genug mit der Magie. Niemals. Ach du Scheiße. Tausend Erfahrungspunkte, polierte Kettenhandschuhe. Boah, ey, jetzt kommen mir selbst Geister noch dazu. Aber wie groß ist bitte diese Kanalisation und wo zur Hölle führt die denn hin? Führt die bis zur Burg Eisenfaust oder was? Weil ich meine, der Weg geht ja so langsam so hier westlich. Was haben wir denn hier? Noch eine Spinne. Oh je, wer war das denn? Gefolterter Körper enthält nichts. Ja, wundert mich irgendwie nicht, dass der nichts enthält. Oh oh. Die kann man Gott sei Dank sehr leicht töten. Die werden häufig getroffen. Und das führt wieder hierhin, okay. Ja, dann müssen wir da hinten nochmal weitersuchen. Da ging es ja auch noch irgendwo weiter. Ich kann keine Zaubersprüche mehr aussprechen. Kann man hier lang? Ne, hier kann man nicht, oder? Doch, das sah so aus. Ne, irgendwie doch nicht. Aber es gibt garantiert eine Möglichkeit, darüber zu kommen. Aber ich finde das hier gerade sehr spannend, hier in diesen Sewers. Man fragt sich halt, wo führt das hin? Warum ist es hier so? Was ist die Geschichte des Aufenthalts dieser ganzen Echsenkrieger hier unten im Gully? Ich meine, klar, die können nicht einfach an die Oberfläche kommen, weil sie sonst Probleme mit den Menschen kriegen würden. Die würden die wahrscheinlich automatisch angreifen. Ah ja! Oh oh. Ein Magiertrank. Oder ein Maggettrank. Oh, wir haben. Ich sehe gerade, wir haben ja so viele kleine Heiltränke. Wir können also eigentlich mal hier ein paar. Wenigstens ein paar. Fantastisch. Regenerationstränke machen. Hervorragend. Überragend. Fantastisch. Hier ist nichts, oder? Ne, hier ist nichts. Nicht mal ein Hebel oder so. Lehrerbartaxt. 2 zu Intelligenz, ja, dann mal mit. Bringt dann auf jeden Fall mehr als eine mit gar keinen Upgrades dran. Gut. Ich glaube, wir steigen hier unten eine Stufe auf. Und jeder von denen bringt irgendwie 2000 Erfahrungen. Oder 3000 eher.
Min Idra, mittleren Stärkebonus. Das war jetzt gerade ein ziemlich guter Fund. Nichts. Ja. Oh oh, ein Ex-Magier. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Der Ex-Magier ist gerade ein bisschen bedrohlich. Wir könnten versuchen, ihn mit Life Leech mal ordentlich Leben abzusaugen. Ich kann keine Zaubersprüche mehr aussprechen. Das geht nicht mal. Wir können nur versuchen, ihn so klein zu kriegen. Was ist da kaputt gegangen? Die Hose? Erfahrungspunkte, nice. Huh. Für einen kurzen Moment sind wir zu Kord geworden. Denn wir haben keine Hose mehr an. Beziehungsweise Lederbeinschienen. Junge, Junge. Der hat aber auch reingehauen. Was hat er verloren? Magier, leichte Plattenpanzer. 275 Gewicht, 190 Rüstung. Ich bin überladen. Natürlich sind wir dann überladen. Okay, hier haben wir noch Gold. Also ich wünsche mir sehr, dass wir hier nicht noch weitere Magier haben, sonst... Könnte das alles ein bisschen schwierig werden. Wie sehr sind wir überladen? Oh. Nicht mehr lang. Bis zum Level Up. Ja gut, hier ist sowieso nichts mehr. Hier liegt halt überall auch Fisch rum, ne? Brunnen. Ach du Kacke. Weinflasche. Ich bin überladen. Das ist deren Lager hier. Plattenbeinschienen. Ich bin überladen. Exzellent verarbeiteter Kriegshammer. Und jede... Weinflasche. Ich bin überladen. Die Weinflasche sieht interessant aus. Die nehme ich deswegen jetzt mal mit. Vielleicht ist es kein einfacher Wein. Vielleicht ist es irgendwas anderes. Ich meine, hier war ein Magier bei diesem Brunnen. Der wird ja damit vielleicht irgendwas angestellt haben oder wollte irgendetwas anstellen. Konnte es jetzt zum Schluss dann natürlich nicht mehr, weil er auf uns getroffen ist, der Arme. Gut. Wir laufen jetzt mal im Schleichmodus hier. Durch die Sewers. Schneller können wir einfach nicht mehr gehen. Das ist aber auch ein Riesengebiet, Mann. Wer hätte gedacht, dass es so groß ist? Sehr schön, Level Up. So, und jetzt heißt es auf jeden Fall 2 Stärkepunkte. Ich bin überladen. So, und jetzt müssen wir wirklich mal überlegen, ob wir wenigstens ein paar Punkte in Intelligenz investieren. Dann sind wir schon bei 96. So, Fähigkeit. Es gibt die Möglichkeit... Oh, Schlösser öffnen 4 könnten wir machen. Dann kommen wir vielleicht in Gottfrieds... in Gottfrieds Laden. Oder wir machen Telekinesis.
Wo haben wir das? Da. 3 Meter. Ist es 3 Meter? Weiß ich gar nicht. Hervorragend. So, wir haben das jetzt gelernt. Damit können wir nämlich die Vampir-Quest abschließen. Stufe 1 müsste reichen. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir jetzt eigentlich? 380.000, okay. Ob hier am Ende noch so ein mega Spinnenkönig auftaucht, wahrscheinlich nicht mehr. Ah, aber Zombies. Naja, wir wissen ja, dass unser Charakter gegen Gift nicht empfindlich ist. Also Gift kann uns eigentlich nicht viel anhaben. Okay. Es wird auch wieder nur hier lang. Guckt euch mal die Karte an, ne? Und hier hinten haben wir auch noch nicht alles entdeckt. Ich meine, wir müssen eh zurück, weil wir ja früher oder später auch die Rüstung mitnehmen wollen. Ein Käfig? Hier scheint nichts zu sein. Noch ein Gang, der irgendwo hinführt. Ein größerer Gang. Ah. Das ist einfach der zweitgrößte Dungeon bisher nach dem Katakomben von Aleroth. Schon ein bisschen absurd. Hier kommt man dann nicht lang, aber man kommt irgendwie da rein. Von hier aus? Ja. Bup. Und schon sind wir wieder auf Kurs. No. Ja. Monster bringen übrigens immer weniger Erfahrung, je höher unsere Stufe ist. Weil sie halt irgendwann auch keine Gefahr mehr für uns darstellen. Zumindest denkt das Spiel das. Welche Stufe sind wir eigentlich? Ach, wir sind jetzt Stufe 19. Was sagt das Questbuch hier? Ah, für einen jungen Menschen seid ihr außergewöhnlich erfahren. Ihr seid keine Kämpferin. Eure Widerstandskraft gegen Feuer ist beeindruckend. Zwar ist eure Haut mit der Zeit etwas lederartig geworden, aber wenn ihr euch das nächste Mal einen Feuerball trifft, werdet ihr froh darüber sein. Ja, es ist herrlich. So, wir gehen jetzt erstmal hier nach rechts. Oh. Todesklinge. Ah! Wie lange haben wir keine Ghule mehr getroffen? Ich bin überladen. Also hier waren Abenteurer. Todesklinge. Ich bin überladen. 44 bis... Da stand da 105 oder so. Das ist schon viel. Ja, der Ghule hat seinen Kackhaufen wieder hier vergraben. Heilung. Ich bin überladen.
Regenerationstank, ein paar Goldmünzen. Ah. Ich bin überladen. Oh Gott. Wir haben es hier mit größeren Ghoulen zu tun. Die sahen noch nicht besonders nett aus. Haben wir die jetzt beide getötet? Na, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen was reparieren. Hier, unsere Rüstung ist kaputt und dann nehmen wir natürlich sehr viel Schaden. Das sieht alles noch okay aus. Gib mir den kleinen Heiltrank. Ich bin überladen. Autsch. Maßgeschneiderter Großschild. Okay, hier. Ich bin überladen. Now we're talking. Aber sowas von. Wenn wir eh schon überladen sind, können wir auch den Schild mitnehmen. Was ist da verschlossen? Das Fass. 135 Gold. Ein verschlossenes Fass ist auch so nutzlos. Diamant. Ich bin überladen. Boah, das ist hier echt so ein Ghoulnest. Und die haben alle möglichen Wertgegenstände hier hingeklatscht. Ich bin königliche überladen. Kette. Die sind zum Glück auch nicht besonders stärker. Ah. Gib mir die Goldmünzen. Da ist Zauberschild. Ich bin überladen. Look at that. Da gibt's was zum Lernen. Ach Quatsch. Überragend. Ich habe Zauberschild gelernt. Zauberschild ist wo? Hier. Nachdem ihr diesen Spruch angewandt habt, werdet ihr von einem hellen, energieabsorbierenden Schild von magischen Angriffen geschützt. Kostet aber 12 Mana, das ist recht viel. Da ist die Frage, ob uns das wirklich weiterbringt. Ich bin überladen. Edelstein-Amulett. Alleine diese normalen Schmuckgegenstände hier werden schon ordentlich Geld bringen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ja, ist doch gut. Wir wissen, dass du überladen bist. Wir wissen es seit 10 Minuten, weil du ununterbrochen davon redest. So, aber wie kommt man da unten hin? Wie komme ich hier unten hin? Naja, oder wir machen folgendes, Telekinese. Müsste doch gehen, oder nicht? Hä? Ich will ihn einfach nur nehmen, Bruder. Kann doch nicht so schwer sein. Ich kann nicht mal den Gegenstand nehmen. Ich fühle mich verarscht. Wofür habe ich denn Telekinese jetzt gelernt, wenn ich nicht mal... Okay, offenbar gibt es keine Möglichkeit, da ranzukommen. Wäre jetzt natürlich scheiße, wenn ich Telekinese gelernt habe und in Wahrheit bringt es das gar nicht so, wie er hofft. So. Das war natürlich noch nicht alles. Das war sogar bei weitem noch nicht alles. Also offenbar ist diese... Sind diese Sewers ja so derart groß, dass hier unten ein ganzes Volk wohnt. Und mit Ghoulen koexistiert. Das ist eigentlich die größte Sensation. Yeah.
Gold. Trinken wir ein paar Heiltränke. Wie es einfach nicht endet. Es will einfach nicht enden. Ich bin überladen. Meine Kräfte sind erschöpft. Wie kann es sein, dass meine Kräfte erschöpft sind? Ich bin doch ein so starker Charakter. Super Elixier, wow. Ich weiß gar nicht, was das Elixier genau macht. Ob das die Werte stärkt, irgendwie zum Beispiel Magie oder so. Könnte auch durchaus sein. So, was ist jetzt hier noch wieder? Oh. Ich bin überladen. Jede Menge Edelsteine und stuff. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Cry me a river. Beschädigter Hirschfänger. Ach hier, das ist so ein kleiner Dolch. Okay. Alles kaputt. Park Joff. Hohen Geschicklichkeitsbonus. So, wir haben ja, warte mal, wir haben ja hier, haben wir ja zwei drin. Das Ding ist, die Schuhe könnten richtig krass werden. Wenn ich da jetzt aber 5 Sachen reinklatsche, dann verpflichte ich mich ja eigentlich, die bis zum Ende des Spiels zu benutzen. Und das will ich eigentlich nicht unbedingt. Weil es auch starke Gegenstände gibt. Also die von Haus aus schon stark sind. Ich bin überladen. Und diese Bezauberungsstufe haben. Na, wieso gehst du da nicht hin? Hallo? Skorpion fallen? Nö. Ich weigere mich, Skorpione zu benutzen. Ich bin überladen. Okay. Hier haben wir jetzt also alles abgegrast. Jetzt haben wir hier den Seitenarm noch und was immer hier oben noch alles ist. Das kann halt theoretisch wahnsinnig viel sein. Blöderweise haben wir jetzt hier... Also ich hoffe mal, der Typ klaut hier nichts. Wir haben halt blöderweise hier jetzt keine Truhe oder sowas, die hätte ich sonst genutzt. Die Todesklinge hier. Die sieht interessant aus und das scheint auch eine einhändige Waffe zu sein. Wir müssen übrigens mal den Bogen hier reparieren. Dann bringt der deutlich mehr Gold. Okay, weiter geht's. Diesmal im schnelleren Tempo. Hier ist nichts. Und es gibt schon wieder nichts. Uff. Und hier haben wir das Trankparadies, oder was? Düpp, 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 düpp. Ah!
Nicht, wenn das nichts Besonderes hat. 6 Gegenstände in diesem Fass. Geh mal zur Seite. Ach, wieder Skorpion fallen. Das scheinen die Echsenmenschen hier zu mögen. Ein Zombie. Beziehungsweise ein Leichnam, ich sag das immer noch falsch. Wir steigen gleich ernsthaft noch eine Stufe auf. Also wir sind jetzt gerade mal über der Hälfte, aber ich meine, wir sind hier schon wie viele Stufen auf... Also wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wie weit waren wir da vom ersten Stufenaufstieg entfernt? Habe ich gerade nicht im Kopf, aber... Ich finde das schon bemerkenswert. Aha. Wo sind wir hier? Ich kann hier keine Magie wirken? Die Tür ist verschlossen. Können wir sie vielleicht öffnen? Wir können hier nichts machen. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, was das ist. Also hier sind Treppen. Und das eben sah aus wie eine ziemlich gut gefüllte Schatzkammer oder so. Aber sehr interessant, dass man dort einfach nicht zaubern kann. Mehr Echsenkrieger. Viel mehr Echsenkrieger. Meine Kräfte sind erschöpft. Dietrich, Schuppenpanzer lassen wir. Oh, schönes Amulett. Leider ist das, was wir anhaben, deutlich besser. Ich hoffe, dass ich niemals irgendwer hier runter verirrt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist quasi die gesamte Flussheim-Map nochmal unterhöhlt. Mit Kanalisation. Genau so ist das nämlich. Hier waren wir schon, aber hier unten noch nicht ganz. Könnte in diesem Fass noch sein. 93 Gold. Gut, dass wir da mal nachgeschaut haben. Waren wir hier unten schon überall? Okay, also diesen Bereich haben wir abgeschlossen. Jetzt haben wir hier noch und keine Ahnung, wie groß das ist. Aber wir werden es uns angucken. Auf jeden Fall. Und dann müssen wir irgendwann herausfinden, was das da sollte. Wo diese Treppen hinführen.
Wir werden wahrscheinlich auf die andere Seite auch nochmal kommen, denn wenn man da nicht zaubern kann, gibt es ja keine andere Möglichkeit, durch diese Tür zu kommen. Es sei denn, man hat den Schlüssel. Ja, nun haltet doch die Backen. Die Gegner droppen auch immer mehr Gold. Neue Spinnenart, eine magische Spinne, mutierte Spinne. Oh, fuck. 4000. Die hat einfach Sonnen aus ihrem Arsch geschossen. Dinge, die eine Spinne nicht tun sollte. Hoher Geschicklichkeitsbonus, Alter. Wir kriegen hier so krasse Runen. Und jede davon ist irgendwie 50.000 wert oder so, ne? Also vor allen Dingen die mit den hohen. Oder, ne, nicht unbedingt 50.000, aber so 20.000 bestimmt. Je nach Händler halt. So, was machen wir? Wir nehmen einmal die Heilung. Die ist etwas besser, aber bringt auch schon nicht mehr so viel. Aber ich meine, wir steigen gleich eh eine Stufe auf. Das ist nicht mehr viel. Zwei Gegner oder so noch. Oder drei vielleicht. Fantastisch. Yep, und eine Stufe aufgestiegen. Hauen wir mal alles in Gewandtheit. Jetzt haben wir zwei Skillpunkte. Einen verteilen wir in Schlösser öffnen. Hervorragend. Life Leech, Telekinese, 5 Meter. 3 Meter scheint ja echt nicht viel zu sein, ne? Allerdings will ich da jetzt nicht viel mehr Punkte reinballern. Skelettwand. Wiederbeleben. Giftwolke. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich denke, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Schwertschaden erhöht um 40%. Erholungszeit vermindert durch 8. Überragend. Und beim nächsten Mal sind wir bei, Torwahrscheinlichkeit bekommt einen Bonus von 25%. Erholungszeit vermindert durch 10. Auf der Stufe 25. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Und mit der Claymore sollten wir jetzt richtig reinhauen können. 107. Ja, macht auf jeden Fall mehr Schaden. Spürbar. Immer noch, muss man sagen, ist halt dieser Dungeon nicht vorbei. It's amazing. Okay, hier ist auch nichts. Wie viel Erfahrung brauchen wir? 420.000. Langsam geht's los, Leute. Wird halt immer mehr, was ja auch verständlich ist, denn
Wir sollen ja nicht so schnell so stark werden. Aber sind es eigentlich schon zumindest teilweise. Manche Gegner sind natürlich hart. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Ganze gut im Griff. Wenn ich diesen Zweihänder da hätte mit Lebensentzug, dann natürlich noch mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wer schmeißt da? Who's that? Fanatische Echse. 4600. Also ich verstehe, warum sie schmeißt, weil, guck mal, was hier drin ist. Das ist eine kleine Schatzkammer, Rubine. Rubine bringen immerhin so 200 oder so. Seil, Smaragd, Goldmünzen. Was hatte die eigentlich für komische Kugeln? War das jetzt Magie oder waren das irgendwelche Bomben? Schwer zu sagen, ne? Goldmünzen, ordentlich. Hier ist nichts drin. Es ist verschlossen. Eine verschlossene Truhe. 118 Gold. Stärketrank. Saphir-Amulett mit Giftresistenz. Den nehmen wir nicht mit. Na, den können wir, wie gesagt, ja aufschließen. Starker Ledergürtel. Elektrisierend. Weiter geht's. Oh Gott, schaffen wir hier eine dritte Stufe? Oh. Oh. Da ist noch eine Schatzkammer. Und da sind haufenweise Feinde drin. Es sind Killer-Skorpione offenbar. Und Skorpione. Wir müssen uns vorsichtig fortbewegen. Denn es sind viele. Junge, 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 ey. So, was haben wir hier? Superdroge. Superdroge. Okay, irgendwer, der mega abhängig ist, den können wir damit catchen. Super Gift und super Droge. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Super Gift und super Droge. Das neue Superhelden-Duo. Yay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Kanalisation super krass finde. Ich habe nicht damit gerechnet, als ich auf den Gullideckel geklickt habe, dass da so eine Reise draus entstehen würde. Irgendwer von euch? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Also die Leute, die das Spiel schon kennen, wahrscheinlich schon. Ich glaube, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, keine Ahnung, wie lange das her sein mag. Definitiv mehr als 10 Jahre. Wahrscheinlich sogar... Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal gespielt, bevor ich mit dem Let's Playen angefangen habe. Könnt ihr euch ja ungefähr so zusammenreimen. Das kann ich nicht verwenden. Doch, kannst du. Du hast es gerade mitgenommen. So. Ein kleiner Heiltrank, ein Saphirring. Ja, wir werden hier schon ein bisschen reich. Und das war es ja offenbar immer noch nicht. Schwer zu glauben.
Hier ist nichts mehr. Ich erwarte eigentlich irgendwo noch so eine Art Hebel oder sowas, mit dem man irgendwelche Geheimtüren öffnet. Das ist das, was hier noch fehlt. Oh! Warum bewachen die alle so komische Schatzkammern hier? Großschild zerstört. Brauchen wir nicht. Wir haben einen besseren. Hirschfänger des Schnees. Frost und Dolchstoß. Der ist wahrscheinlich auch viel wert. Frost ist wahrscheinlich so eine der stärksten Effekte im Spiel, zusammen mit Lebensentzug oder so. Alles, was Gegner halt davon abhält, anzugreifen, beziehungsweise was ihrem Leben massiv Schaden zufügt und uns hinzufügt. Ist halt grundsätzlich was Mächtiges. In ja eigentlich jedem Spiel, wo es diese Elemente gibt. Es gibt, wir sind fast, also wir sind jetzt zwei Stufen aufgestiegen und sind nicht so weit davon entfernt, noch eine aufzusteigen. Je nachdem, wie lang das hier noch ist. Es ist crazy. Aber wir bekommen auch ordentlich Tränke, beziehungsweise, naja, wir geben ja auch welche aus. Aber momentan ist es sehr belohnend, hier rumzulaufen und sich diese ganzen Hallen mal genauer anzugucken. Hier ist wieder eine. Gut, hier ist jetzt nichts. Ja, das scheint ja mal so langsam hier vorbei zu sein. Zumindest jetzt dieser Abschnitt. Hier oben ist noch ein Gang. Oh, wobei, der hört auch im Nichts auf. Jetzt können wir hier oben noch lang. Legen wir uns mit Zombies an. Ja, wo mag dieser elendig lange Gang nach Westen hinführen? Mehr Fische. Okay. Hier ist es tatsächlich zu Ende. Wobei das langsam auch echt mal Zeit wird. Ich weiß nicht, wie viele Echsenwesen ich hier getötet habe. Wahrscheinlich mittlerweile mehr als Orks. Weiter geht's. Hier sind noch mehr Stufen. Wo führen die hin? Ein Gast? Tretet ein, Eindringling. Unsere Begegnung wird bestimmt erfreulich werden. Aber nur für mich. Ihr werdet sie nicht überleben. Henker? Oh! Ach du Scheiße, ist das lange her. Okay, wir machen Folgendes. Ich mache jetzt hier Schluss. Beim nächsten Mal sind wir wieder an diesen Stufen. Und müssen dann, ja, mal schauen, was wir da machen. Der Henker scheint auf jeden Fall saustark zu sein. Und die Höllenstacheln haben ihm gerade nicht so wirklich Schaden zugefügt. Ja, Mist, warum habe ich denn so lange nicht gespeichert? Das ärgert mich gerade. Also unser Abenteuer in den Abwasserkanälen hier wird auf jeden Fall weitergehen. Das ist zu einer riesigen Journey geworden, aber genau deswegen ist das Spiel so cool. Man geht irgendwo rein und plötzlich, boom, ne?
Also, schauen wir mal beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Divine Divinity. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.